Papa hört nicht. Was? Papa hört nicht. Papa hört nicht. Nein. Na, sowas. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollte ich euch mal unseren Wocheneinkauf zeigen. Ich war diesmal in mehreren Geschäften einkaufen, weil ich in dem Bioladen, wo ich war, nicht alles bekommen habe. Also ich war insgesamt in 2 Bioläden, dann noch bei DM und bei Rewe. Wer jetzt auf dieses Video einfach geklickt hat, weil er danach gesucht hat, kurz zur Info, also wir sind 4 Leute, ich bin aktuell schwanger, also werden wir demnächst 5 Leute. Das ist jetzt ein Einkauf, der reicht tatsächlich für uns eine ganze Woche, weil ich erstens nach einen Essensplan habe. Also ich plane so grundsätzlich 3 warme Gerichte in der Woche, die wir dann variieren. Und die Kinder essen ja dann im Kindergarten. Und ja, die meiste Zeit sind wir ja unterwegs, außer ich natürlich. Ich bin ja jetzt zu Hause. Das heißt, ich mache dann für mich am Tag über etwas zum Essen. Aber meistens ist es so, dass wir abends alle zusammensitzen und dann gibt es entweder eine Brotzeit oder eben etwas Gekochtes, genau. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich dort eingekauft habe und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. So, hier bekommt ihr mal einen ganz groben Überblick. Dieser Einkauf hat jetzt um die 120 Euro gekostet. Da sind aber auch Sachen dabei, die sich eben länger halten, die eben alle waren. Ansonsten bezahle ich jetzt, also habe ich festgestellt, bei den letzten Einkäufen im Bioladen, gar nicht so viel, finde ich. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt definitiv. Und es ist natürlich immer von Bioladen zu Bioladen unterschiedlich. Und ich muss sagen, ich habe mir jetzt natürlich noch eine Flasche dazu gekauft. Die hat jetzt 13 Euro gekostet. Die muss man noch mit abrechnen. Das ist eine Glasflasche für unterwegs, also eine Trinkflasche von WMF. Die umfasst 500 Milliliter. So sieht sie geschlossen aus. Und sie lässt sich wirklich sehr leicht öffnen und schließen. Hat eine große Öffnung. Und es ist einfach eine Wasserflasche für Getränke zum Mitnehmen für unterwegs. Und das Glas ist auch fest. Ich weiß nicht, ob das jetzt dieses besondere Glas ist, aber ich denke mal schon. Aus hitzebeständigem Glas, auslaufsicherer Schraubverschluss, Decke aus chromer Garn, Edelstahl mit Kunststoffrand in Türkis. Die Sachen, die ich nicht in den Bioläden gefunden habe, die habe ich dann natürlich woanders gekauft. Unter anderem diese Wildheidelbeeren. Das hatte ich ja schon mal gesagt, dass ich die bevorzuge. Meine anderen sind schon leer gegangen, aber die waren besser. Die letzten, die habe ich von Edeka. Die waren auch aus Kanada und da war die Verpackung viel größer. Ich glaube, da war über 1 Kilo oder so drin. Hier sind jetzt nur 300 Gramm drin und gekostet haben die, glaube ich, 2,79 Euro. Habe ich Granatapfelkerne entdeckt. Das ist natürlich immer eine Schweinerei, das aus den Granatäpfeln rauszupopeln. Deswegen finde ich das sehr schön, dass es das jetzt auch so gibt. Da sind auch 300 Gramm enthalten. Das hatte ich auch von Rewe und das kann man natürlich als Topping nehmen für Müsli oder für eine Bowl oder ja, für alles eigentlich. Dann wollte ich das hier mal ausprobieren. Matcha Latte, was ich jetzt nicht so toll fand. Das ist jetzt hier natürlich mit Milchpulverextrakt. Ja, Magermilchpulver ist da mit dabei, aber ich wollte es erstmal ausprobieren, ob mir das geschmacklich überhaupt zusagt. Deswegen habe ich jetzt mal diese günstigste Variante mitgenommen. Dann wie immer zweimal Haferdrink. Ich mag Haferdrink, also die anderen trinke ich auch, aber am liebsten mag ich Hafer, weil das eben auch mit am preiswertesten ist. Mandelmilch ist ja relativ teuer, deswegen greife ich immer auf Haferdrinks zurück. Dann einmal aus dem Bioladen. Das ist ganz einfach passierte Tomaten oder sind passierte Tomaten. Das kann man für Soßen nehmen, für also für alles nehme ich das. Ich nehme das jetzt aber hauptsächlich, habe ich das geholt, für Lasagne. Ich wollte nämlich mal eine vegane bzw. vegetarische Lasagne machen. Dann einmal Schlagsahne, die mache ich oder die nutze ich ja sehr oft. Die habe ich jetzt wieder mitgenommen. Die nehme ich zum Kochen oder zum Beispiel für Porridge oder Müsli oder je nachdem, also für verschiedene Sachen. Die habe ich also immer auf Vorrat. Dann habe ich einmal Apfelsaft gekauft. Auch aus dem Bioladen, einmal klar und einmal naturtrüb, dann von Rewe, Brombeeren und Kulturheidelbeeren, also frische Beeren, die man einfach so oben drüber geben kann und auch wieder Tomatenmark aus dem Bioladen. Ja, so, dann geht es weiter, dann habe ich mir einmal Zimt gekauft, auch als Topping für gewisse Sachen, also zum Beispiel wieder Müsli oder über den Apfel gestreut
schmeckt das auch sehr lecker. Mein anderes habe ich nicht mehr gefunden, deswegen habe ich jetzt eins gekauft. Das ist von Sonnentor. Ich mag die Marke sehr gern. Ich habe da schon einige Gewürze von und die schmecken sehr intensiv. Und dann habe ich einmal Mandelmus mitgenommen von DM. Das ist auch neu dort. Ich muss das mal probieren. Das kann man ja auch wieder an alle Sachen dran machen zum Verfeinern. Dann einmal Senf, ganz wichtig, auch für die Vinaigrette, wenn ich zum Beispiel einen Salat mache oder auf die Schnitte und dann einfach Tomate oder Gurke drüber gelegt, also ganz einfach und dann sehr lecker, zum Beispiel auch mit Salat. Dann einmal Sauerrahmbutter und einmal Alsan Bio, also das ist sozusagen eine Biomargarine, kann man sagen. Hier steht auch mit Rohstoffen aus kontrolliert biologischem Anbau. Ja, ich habe jetzt beide Varianten, weil wie gesagt, also vegan komplett ernähre ich mich jetzt nicht. Das ist immer so ein Mischmasch. Dann habe ich auch aus dem Bioladen einmal ein Roggenbrot mitgenommen. Das ist aus der, ja, das wird dort extra gebacken. Ganz frisch und das schmeckt total lecker. Und es riecht auch, also der Unterschied ist enorm. Der ist auch sehr saftig und frisch. Ja, Felix. Nicht so wie das Brot vom Bäcker, das hält sich auch sehr lange. Dann habe ich auch aus dem Bioladen zweimal Mozzarella mitgenommen. Auch zum Kochen und halt auch mal so mit Tomate und Basilikum. Dann einmal eine Nuss-Nougat-Creme. Das ist jetzt von DM gewesen. Dann habe ich einmal Apfelessig mitgenommen von Demeter. Auch aus dem Bioladen war das naturtrüb. Den wollte ich einfach, oder das habe ich auch mal eine Weile gemacht, das Frühs mit in das Wasser getan. Dann habe ich einmal Mangold gekauft, frischen Mangold. Der ist hier drin. So sieht es aus. Also noch hier drin verpackt. Dann einmal Bio-Würzhefeflocken. Die kann man entweder mit übers Essen streuen oder ja, also wer sich vegan ernährt, wird das sicherlich wissen. Ich habe das jetzt das erste Mal gekauft. Aber ja, die Leute, die das benutzen, die nehmen das meistens zum Verfeinern oder zum Kochen oder je nachdem, genau, um auch so ein bisschen diesen Käsegeschmack zu bekommen. So, dann geht es weiter. Dann habe ich einmal Käse in Scheiben gekauft, Bergkäse, und einmal für die Kinder bzw. für meinen Freund Bio-Budenbrust. Das lässt sich auch zum Beispiel super gut als Sandwich machen. Also wenn ich, ich glaube, ich hatte das letztens in einem Video gezeigt, da habe ich die beiden Sachen übereinander gelegt und dann dieses Toastbrot genommen. Das ist Vollkorn-Toastbrot, das ist richtig lecker. Also man schmeckt... Papa hört nicht. Nein. Na, sowas. Ja, Papa spielt gerade. Papa spielt gerade? Ja. So, ich wurde ganz kurz unterbrochen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich war. Auf jeden Fall habe ich die beiden Sachen genommen und als Sandwich gemacht in der Pfanne mit dem Toastbrot. Das ist Vollkorn-Toastbrot von Gutes Gut gebacken. Ich weiß nicht, ob die Marke jetzt so heißt. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr lecker und man schmeckt total den Unterschied. Also das habe ich hauptsächlich für diese Sandwiches geholt. Wenn die Kinder das abends mal möchten, weil das auch schnell geht. Und das kann man sich auch selber machen, wenn man da zum Beispiel Käse drauf macht oder einfach Tomate. Schmeckt auch sehr gut, also ohne Fleisch. Dann habe ich einmal Nudeln geholt. Und zwar sind das hier bunten Nudeln. Ja, das ist, finde ich, immer sehr niedlich für Kinder. Die mögen das immer sehr gern. Dann habe ich einmal diesen Joghurt. Den hatte ich schon mal. Und der ist sehr, sehr lecker. Mango aus feiner Mangomus. Den mache ich mir meistens auch früh und dazu Melone oder anderes Obst und dann einfach Nüsse darüber. Also wirklich sehr einfach gehalten. Aber es schmeckt halt wahnsinnig gut. Und jetzt habe ich noch diesen Joghurt mitgenommen. Also das wechselt dort immer in dem Bioladen. Also es gibt nicht immer alle Joghurts, die es letzte Woche oder vor ein paar Tagen gab. Und zwar ist das der Bio-Creme-Joghurt mit Milchschokoladengeschmack. Ich liebe das ja. Und ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Dann habe ich mir das eigentlich noch mitgenommen für unterwegs, habe aber vergessen, es zu trinken. Einmal ein Espresso-Bio-Kaffee-Drink. Genau, so. Dann eine Papaya, die war auch aus dem Bioladen. Dann habe ich einmal Maulbeeren mitgenommen. Das werden wahrscheinlich relativ wenige kennen, weil das auch jetzt gar nicht so bekannt ist. Aber das soll wohl sehr lecker schmecken. Gerade so als Topping. Was ist hier mit der Kamera los? Genau, gerade so als Topping oder mal so zwischendurch. Ja, die haben, glaube ich, aber 5 Euro kostet oder 4,49 Euro. Dann einmal ein Soja-Dessert-Karamell. Ich hatte da mal Schoko. Ich glaube, ich hatte, ja, Schoko hatte ich bis jetzt, aber Karamell noch nicht. Also ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Dann einmal 4 Birnen, dann Bananen, dann eine
Wassermelone, die hatte ich das letzte Mal auch schon gekauft, Aprikosen, Sellerie sogar mit Blattgrün, dann zwei Zucchinis, Tomaten und ja, Kiwis. Ja, hier habe ich das nochmal rausgelegt, Mangold. Und Spinat habe ich auch noch gekauft und ein Butternut-Kürbis. Den brauche ich für eine Lasagne. Ich wollte, stimmt nicht für die Lasagne, sondern für Mac and Cheese. Also praktisch für eine vegane Käsesoße. Dafür brauchte ich den und den werde ich bestimmt auch mit an die Lasagne machen. So, und dann einmal Äpfel, ganz viele, weil die essen wir täglich. Also Obst und Gemüse sowieso, das ist ja ganz klar. Und hier ist noch frischer Spinat drin. Und von DM habe ich dann noch einmal Erdbeermarmelade gekauft. Und das war es auch schon mit dem Einkauf. Ich muss auch sagen, als Fazit, ich kaufe jetzt seit einer Weile immer im Bioladen ein. Mir schmecken die Sachen da tatsächlich viel, viel besser, als wenn ich jetzt zum Beispiel auch vegane Sachen im Handel kaufe. Natürlich gibt es da auch Sachen, die es auch im Bioladen gibt. Aber wenn es jetzt so auf die frischen Sachen ankommt oder zum Beispiel auf die käsebezogenen Sachen oder so vegetarische, vegane Sachen, die jetzt in der Kühlung liegen, finde ich tatsächlich die Sachen im Bioladen dort besser. Und ich muss sagen, es ist natürlich immer vom Bioladen abhängig, aber in dem Bioladen, wo ich einkaufen gehe bei uns, also in dem einen zumindest, da ist es auf jeden Fall preis-leistungsmäßig, also relativ günstig, kann man sagen. Also ich merke da jetzt keinen großen Unterschied. Klar, so ein paar Centbeträge. Aber ich hätte es mir tatsächlich schlimmer vorgestellt. Ihr könnt mir ja immer gerne sagen, wo ihr am liebsten einkaufen geht und was ihr so in der Woche ausgebt. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Also der eine gibt für manche Sachen mehr aus und der andere eben für Ernährung. Also jeder so, wie er es möchte. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für euer Zusehen. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Und bis dahin. Tschüss.